Können wir kurz mal darüber reden, dass er gerade einen Bann umgeht? Digga, das habe ich gar nicht geahnt! Das habe ich gar nicht geahnt! Und zwar, meine Freunde der Sonne, mir wurde gerade brühwarm im Chat aufgetragen, während ich noch die neuesten Neuigkeiten des Tagesgeschehens verköstigt habe, dass tatsächlich Mois, der Main Character 2.0, seinen Kanal nicht mehr hat. Also der 1 Million starke Follower-Kanal ist anscheinend nicht mehr existent. Und das finde ich dann doch schon ein wenig verwunderlich. Und diesbezüglich wollen wir jetzt mal ein paar Investigationen anstreben. Und zwar wurde mir dann der Tipp gegeben, an der Stelle, dass auf dem Kanal von Roos in einer Reaction Informationen bezüglich des Verschwindens vom Kanal von Mois zu finden sind. Und da gucken wir mal rein. Da luschen wir mal rein. Aber wir brauchen gar nicht eine riesen Reaction jetzt zu dem Thema machen, sondern wir wollen ja nur eigentlich die Information hier raus dingensen. Und ich sehe hier schon, da. Da sehen wir schon die Informationen, die wir brauchen. Ich nenne ihn Judas, wenn ich Jesus war. Und sie nur eine Ho. Okay, das ist sehr gut vertont. Und dann RIP. Mois, he is now gone forever. Illus took his channel, YouTube-Channel. Illus. Die Illuminaten. Die Illuminaten waren es. Sie haben seinen YouTube-Kanal genommen. Also die da oben. Effektiv. Die da oben haben seinen YouTube-Kanal genommen. Hier sieht man es auch anscheinend in seiner Story. Videos unavailable. Er hat seinen Kanal also nicht gelöscht. Der wurde also gelöscht. Und wahrscheinlich, because the YouTube-Account association with the video has been terminated. Also gehe ich davon aus, nicht die Juden. Nee, die waren es diesmal nicht. Die Juden sind anscheinend unschuldig. Es waren die Freimaurer. So muss es sein. Wer weiß. Also vielleicht kommen da noch die eine oder andere Expertise oder Koryphäe aus dem Verschwörungsbubble heraus und belehrt mich eines Besseren. Ich kann es nicht wissen, ich bin nicht von da. Wir werden es wohl nie erfahren. Aber anscheinend ist der Kanal weggemeldet worden. This video no longer available. Na, der YouTube-Channel ist down, oder was? Dein Kanal wurde aus YouTube entfernt. Sein Kanal wurde entfernt. Aber ja, von YouTube dann. Also YouTube hat seinen Kanal weggekloppt. Hallo, wir haben deinen Kanal... Ja, geschlossen. Steht da auch warum? Wir haben deinen Gaming-Kanal geschlossen. Ach, die kloppen gerade alles weg? RIP 2 more million I spent on my balls. RIP, also rest in peace, ne? 2 more million, also 2 mehr Millionen, die er auf seine Hoden gespendet hat. Wie gesagt, wir arbeiten noch im Hintergrund an Deutsch, Mois Deutsch, um die Sinnhaftigkeit dieser bedeutungsschwangeren, bedeutsamen Worte zu entschlüsseln. Eher an der Stelle einfach eine österreichische Goethe. Muss man wissen. I spend on my eier. I make my eier. I speak English like translation. Dein Kanal wurde aus YouTube entfernt. Hallo, Salem Khan. Wir haben deinen Kanal geschlossen. Hallo Mois Gaming, wir haben deinen Kanal geschlossen. Da er. Und da wird mich brennend interessieren, weshalb. Das wird mich wirklich interessieren, tatsächlich. Weil das passiert gar nicht mal so oft, dass der Kanal komplett weggeklatscht wird. Von heute auf morgen so. Gokumi, an der Stelle, vielen Dank für die 100 Bits. Sorry, dass Stream-Element immer noch keine Schweizer mag. Vielen, vielen Dank für die 100 Bits an der Stelle. I spent my eier. I spent. Und my eier 100 Bits. Vielen Dank an der Stelle. Warum? Es waren die Schweizer. Das ist aber schon mal, jetzt haben wir eine Spur und können nachvollziehen, warum Podcast Die Zeus existiert. Das können wir jetzt nachvollziehen. Weil sein ursprünglicher Kanal weggerotzt wurde. Künstlerlöschung. Death Note Anime Copyright mehrmals Beleidigung. Wir haben es doch gesagt. Also wir haben es ja predicted, dass halt ne, die Urheberrechtsverletzung, die er durch die Vertonung, die er in seinen Videos drin gelassen hat, Death Note unter anderem, aber auch, glaube ich, andere Animes, dass die dazu führen können, dass er mehrfach auf seine Videos Copyright Strikes kriegt. So, und ab 3 Stück, ne, wissen wir ja, ist Krise. So heißt Urheberrechtsstrike von
Properties, die dir nicht gehören. Properties, hier, wie heißt das auf der anderen Wort, was ich gesucht habe? IPs, die dir nicht gehören, ist schnell Kanal weg. So. Und gerade bei Animes wissen wir, wenn man, den Kanal von Ruffy kennt, wenn man den Kanal von Onton kennt, wenn man generell Anime-Kanäle kennt, wie schnell die IP-Holder von Anime-Inhalten sind, wenn es darum geht, Kanäle zu striken. Die sind da wirklich schnell. Also du musst da wirklich teilweise nur 3-4 Sekunden zu lange einen Sound im Hintergrund einblenden und bumm, ist der Strike da. Sofort. Instant. So, oder halt monetarisiert, aber so schnell. So, deswegen, es ist super schwer, es ist wirklich super schwer, Anime-Content zu machen und da auch meaningvollen Sound drin zu haben. So, es geht wirklich schnell. FBI, open up! Genau das passiert dann. Du lädst irgendwas hoch mit einem Anime-Opening im Hintergrund und direkt ganz blazing durch deine Tür, durch in deinem Gesicht. Es geht super schnell, ey. Außerdem hat sich, bei Anime-Copyright vor 3 Jahren angelegt. Ah, okay. Heißt, sie haben ihn vielleicht sogar noch, also seinen Kanal vielleicht sogar noch auf dem Ticker gehabt. Gut, dann wissen wir jetzt auch, warum der Kanal weg ist. Die Illuminaten waren also Menschen, denen die Lizenzen an den Inhalten gehörten, auf die er sich bezogen hat. Also mit Illuminaten meint er die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass diese Serien, die er so feiert, ausgestrahlt werden, weil die dafür verantwortlich sind, dass sie produziert werden. Heißt, Mois mag die Serien nur so lange, wie er sie gucken kann. Und sobald er gegen deren Nutzerbedingungen, effektiv gegen deren Lizenzrechte verstößt, dann böse, böse Illuminaten, die wollen ja nur canceln. Aber gut. Ich hätte ja gedacht, dass er vielleicht von jemand anderem weggestrikt wurde oder was weiß ich was. Oder weil der Beleidigungen oder wegen dem Rumgespucke oder anderen oder hier dem Konsum hätte ja auch sein können. Aber anscheinend war es einfach plain old Copyright. Kann mir auch ein Strike von dem Aurelius Podcast vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen. Er hat einfach 16 Minuten Aurelius Meditations-Motivation Selbstfindungs-Speech als Video hochgeladen. Und das ist ja, also der Podcast-Halter so, er hat es 1:1 hochgeladen, ja. Der Podcast-Halter selbst könnte ja noch wohlwollend sein, wenn es da Überschneidungen geben würde. In einem anderen Format so einfach nur so referenzmäßig so 6 Minuten oder sowas. Ich glaube, da macht keiner einen Fass auf so. Aber wenn du 16 Minuten ohne ein eigenes Werk zu schaffen, weil er hat ja kein einziges Wort gesagt, sondern hat sich einfach nur hingesetzt und hat sich da von diesem Podcast, der ihm nicht gehörte, beschallen lassen. So kann ich mir schon vorstellen, dass derjenige, der den Lizenz, das Urheberrecht auf diesen Podcast hat, so, sagt so, ja Bruder, mach mal jetzt nicht so. Mach mal jetzt lieber nicht so. Kann ich mir vorstellen. Nichtsdestotrotz hat Mois jetzt einen neuen Kanal. Er heißt jetzt Podcast Die Zeus. Und ja, das erste Video, würde ich sagen, checken wir aus. Er hat sogar noch ein zweites hinterhergeschossen, wo er ein Statement oder kein Statement gemacht hat. Das würde mich interessieren. Dann gucken wir mal rein auf entspannten Johannes. Geht gut los. Er liegt im Bett. Halbnackt, natürlich. Qualitätscontent. Ersten 30 Sekunden, effektiv nichts und jetzt filmt er seine Achselhöhle. Qualitätscontent. Und natürlich die Kamera von unten halten, sodass man zu ihm hochschaut. Ja, das macht sympathisch. Zu Leuten hochschauen ist immer nice. Das lieben die Zuschauer. Das macht automatisch einen, ne, sympathisch. Nicht. Ich frage mich auch, wer die Zielgruppe da ist. Also ich weiß jetzt nicht, welche. Also ich denke nicht, dass die Menschen, die sich von einem nackten Oberkörper angezogen fühlen, seine Art Content feiern. Also und in seiner Bubble unterwegs sind. So. Weil man könnte ja sagen, ja, die Ladies, die lieben das so. Aber so viel, wie er über seine Hoden redet und so, kann ich mir schwer vorstellen, dass sein Content an Frauen gerichtet ist. Die Dudes, Mehrheit seiner Community, weiß ich nicht, ob die alle into that sind, so. Also,
ich glaube, so LGBTQ ist, glaube ich, in seiner Community eher ein Randphänomen. So, dementsprechend frage ich mich da schon, was die Zielgruppe da. Und die anderen Leute, ne, die dann halt straight sind so und seinen Körper betrachten wollen und können, habe ich mir sagen lassen, finden eventuell das ein oder andere Tattoo problematisch, weil das in deren Religion ja als ein Problem wahrgenommen wird, ne? Was ich nachvollziehen kann, sich selbst zu verletzen, ist eigentlich in den meisten größeren Religionen nicht so beliebt. Und das ist eine Tätowierung. 12-jährige Weebs. Ja, aber auch, ja, gut. Ja, gut, Zielgruppe, 12-jährige Weebs, das nehme ich. Sehe ich. Die denken sich, oh, voll cool, der hat ja Tattoos und ist voll jacked. Dabei ist er halt low-key unterernährt. Was Sünde ist. Also für mich dann überhaupt gar nicht lustig machen, so. Das ist gar nicht mal so lustig, aber. Ich meine, in der Vergangenheit hatte er ja für Bodybuilder eine sehr gute Form, so. Aber das war jetzt 2-3 Jahre her, so. Mittlerweile hat er halt weiter Gewicht abgenommen, ne? Und, ja. Bitte ein Statement dazu, wie Mois die Magie der männlichen Brust für Frauen zerstört. Stimmt. Ja, stimmt. Thomas! Distanziert sich definitiv von diesem Video. Selbst die Katze haut lieber ab. Ja, Katzen, Real Talk, die checken die Aura von einem Menschen. Und checken die. Und sind so, ah, Bruder, nee. Hm. Deswegen mögen Katzen mich zum Beispiel. So nämlich, weil ich habe plus 10 auf Aura. Und auf, und Tierliebe spezifisch zu Katzen. Auf maximal geskillt. Unangenehm! Kukubi, danke für die 400 an der Stelle. Ich denke mal, das Unangenehm bezieht sich auf die Katze, die sich dachte, leider! Nicht, dass die Katze vielleicht sogar noch wegen Recht auf eigenem Bild da den das Fass aufmacht. Man weiß. Man legt sie nicht mit Katzen an. Macht er jetzt Liegestütze? Rasiert sich. Das Krasse ist, das Video ist, ne, ist jetzt zu dem Zehntel vorbei, so, und wir haben noch nichts gesehen, also noch kein Wort gesagt. Wir haben vorher so ein bisschen durch die Gegend gefilmt, so, und ja, ich meine, ist ein Vlog, so, ne? 2024, ja? YouTube. Ah. Darauf habe ich gewartet. Liegestütze. Mitten auf der Straße, wichtig. Wäscht er seine Hose? Fragezeichen. No, God! Ich verstehe nicht, was du... God, please, no! Ich verstehe dieses Video nicht. Ich verstehe dieses Video nicht. Und ja, die No, das war sehr, 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 sehr angebracht. Ich verstehe dieses Video nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Also wirklich, es ist ja kein Vlog. Er macht ja effektiv nichts, oder? Also ist das, sind das diese Vlogs, die früher interessant waren, so? Bitte sag mir, du schneidest das raus. Ja. Musik. Die ersten Worte, die er in seinem 12-minütigen Video nach 2 Minuten 23 sagt, ist: Wir brauchen Musik. Ich will das, ich kann
Ich kann mir das nicht vorstellen. Unangenehm! Ich muss das im Transkript sehen, ohne Scheiß. Ich will wissen, wie das im Transkript aussieht. That. Ja, that, sagt er. Sagt er in der ersten Minute. Aber der erste Satz, den er sagt, ist 2021. Vielen Dank für die 400 Bits und für die unangenehmen. Ey, ohne Witz. Okay. Jumpscare 2. Was soll das? Was war das? Nächster Copyright-Claim bei Musik. Wartet mal. Sein YouTube-Kanal wurde gelöscht. Er hat sich einfach einen neuen gemacht. Er umgeht einen Bann. Können wir kurz mal darüber reden, dass er gerade einen Bann umgeht? Digga, das habe ich gar nicht geahnt. Ich habe das überhaupt nicht geahnt. Das ging komplett an mir vorbei. Zwei Kanäle wurden gelöscht und er macht einfach den nächsten auf und macht da einfach weiter. Wobei, er hat auch noch einen Reaction-Kanal, aber wir wissen nicht, ob der Reaction-Kanal über ihn läuft. Man darf das nicht. Drei Kanäle wurden sogar gelöscht, WTF. Das Ding ist, wenn du auf YouTube einmal gebannt wurdest, so, dann bist du durch. Dann darfst du nicht mehr, dann kannst du nicht mehr. Dann ist raus. Dann ist zu Ende. Außer der Permaban wird wieder zurückgenommen, so. Man kann zum Beispiel dagegen klagen, so, ne? Und dann kannst du Glück haben, dass du einen neuen Kanal machen kannst. Und wenn du zu lange wartest, dann zwischen dem Gerichtsurteil, dass du doch wieder auf YouTube passieren darfst und dem Permaban deines Kanals, wenn es zu viel Zeit zwischen ist, ist der Kanal für immer weg. Weil die natürlich nicht für immer ein Backup von deinem Kanal in deren Datenbank lassen. Natürlich nicht. Permaban ist personenbezogen, nicht kanalbezogen. Personenbezogen. Permaban ist personenbezogen auf YouTube. Genau, und seine Person ist nicht mehr, darf nicht mehr auf YouTube passieren. Aber darf man auf einem gebannten Kanal reagieren, hochladen? Ja, das darf man. Das darf man wiederum. Er darf als Person keinen eigenen Kanal mehr führen. Er darf auch andere nicht dazu bringen, seinen Kanal zu führen. Man darf auf Gebannte reagieren. Du darfst auch Content re-uploaden, wenn du nicht die Person bist. Er hat sozusagen sein Recht auf YouTube zu passieren als Person verspielt. Auf Twitch wäre das was anderes. Auf Twitch, wenn du auf Twitch gebannt wirst, dann darfst du auf Twitch nicht mehr passieren. So, das kann dann sein. Es kann natürlich sein, dass jetzt Podcast die Zeus nicht sein eigener Kanal ist. Bester Herz, einen wunderschönen guten Abend. Twitch bezieht sich darauf, das zu umgehen, indem sie einfach das Ganze neue Kanäle machen, nennen die auch Hydra-Prinzip. Ein, zwei neue kommen. Ja, das Ding, es bringt ja nichts. Also du dann... Twitch-Bann hat er schon länger. Ah, aber auch da gibt es mittlerweile auch eine Lockerung in den Richtlinien. Früher konntest du dafür weggedingenst werden, wenn du auf gebannte ehemalige Twitch-Streamer reagiert hast. So. Deswegen haben auch alle immer so ein bisschen... So, aber mittlerweile haben sie da die Regelung, meine ich, etwas aufgelockert. Also natürlich darfst du immer noch nicht. Also er dürfte jetzt nicht mit mir zusammen streamen. Das dürfte er immer noch nicht. Er darf halt nicht Hauptcontent sein. Er darf halt nicht Dingens sein. So, er darf halt nicht hier passieren. Also ich könnte jetzt nicht seine Videos einfach nur hier Dingens durchlaufen lassen auf Twitch. Ist mittlerweile gelockert worden, meine ich. Letztes Jahr irgendwie. Und ist da relativ locker. Er als Person darf halt nicht mehr geschehen. Physische Einordnung von Mäus dürfen in Ordnung. Genau. So. Das ist ja, du kannst ja nicht auf Twitch gebannt werden und darfst deswegen nie wieder, also wenn du es, nehmen wir mal an, eine Person des öffentlichen Lebens, ein Politiker, ne, ein relevanter Politiker wird auf Twitch gebannt und darf deswegen nicht mehr in dem Diskurs thematisiert werden. Das ergibt ja keinen Sinn. So. Ich dürfte jetzt nicht mit dieser Person streamen, diese Person dürfte meinen Kanal nicht nutzen, um ihren Content zu machen, so, das ist ja klar, weil diese Person auf Twitch gebannt wurde, aber das ist weder hier noch der. Wir dürfen auf ihn reagieren. Er darf hier kritisiert werden. Er darf nur selber halt keinen Twitch-Account mehr besitzen oder einen führen lassen um seinem Namen. Und auf YouTube ist es so, dass wenn er persönlich gebannt wurde auf YouTube, dann kann er sich auch keinen neuen Kanal machen.
Und YouTube findet das relativ schnell raus. Also es kann gut sein, dass der neue Kanal auch bald weg ist. Mary Jane. Mary Jane. We need music. Oh, Kelly. Mary Jane or Kelly. Mary Jane. Megaphone. Mona Lisa. Okay, gut. Das überspringen wir denn mal? Ist das eine eigene Musik? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir überspringen das mal, weil es klang auf jeden Fall nicht so, als würde ich das gerne hören wollen. Und es ist halt so, also wenn es nicht seine eigene Musik ist, auf die er selber Urheberrecht besitzt, so schwierig. Und auch dann ist schwierig, weil wenn er die Musik produziert hat bei einem Label und er mit dem Label nicht mehr gut ist, dann hat das Label immer noch die Urheberrechte, die er für ihn vertritt, oder nicht? Und er kann ja dann immer noch nicht mit einem neuen Kanal, der nicht auf seinen Namen läuft, dann diese Musik streamen, obwohl sie ihm gehört. Das YouTube-Bann-System weiß ja nicht, dass das seine Musik ist. Das sieht nur, da ist etwas, was lizenziert hinterlegt wurde, auf einem Kanal passiert, bumm. So dementsprechend, und wenn dein Management ein Label hintersitzt, so was ich glaube, dann ist das, sind die da in der Situation, in der Macht, dann dagegen vorzugehen oder das halt aufzuheben. So, und je nachdem, wie er noch mit ihm gut ist. Also ich würde generell nicht empfehlen, so Songs und sowas auf YouTube im Hintergrund, die urheberrechtlich schützen, wenn man halt nicht möchte, dass die weggehämmert wurden. Ist der immer noch in dem Label von Sunny? I don't know. Ich bin in dem Rap-Game nicht drin, ohne Witz. Ich weiß es nicht, ey. Gehört Sunny sein Label und die sind nicht gut zu sprechen. Ich meine auch, dass die nicht mehr gut mit sich zu sprechen sind. Ne? Wegen einer Sache, auf die wir hier gar nicht groß eingehen wollen, weil das geht schon wieder sehr tief ins Privatleben und hat auch hier explizit in dem Video nichts zu suchen, weil es halt auch nicht in diesem Video passiert. Ne? Aber wir wissen alle, worum es geht. Hoffentlich nicht. Aber wir müssen wir nicht vertiefern. I think King Arthur decided his decision. King Arthur decided his decision. King Arthur decided his decision. Wer zur Hölle ist King Arthur? Arthur mit Vogel-V am Ende natürlich. So, I'm gonna leave my German community, man. I'm gonna leave you wankers. Right there. Right fucking now. I want to speak to all people. Er hat einfach seine treuen Fans als Wankers. Finde ich gut. Wir nennen die Leute, wie sie sind. Not just you. Because I think Germany is too small for your brother. Germany is too fucking small for your brother. You don't understand that this guy is a fucking rockstar. I don't eat often a day. I eat like once, twice a day. Always fasting. Yeah. 90% of the people think they know better. Von Deutschland ist zu klein für dich? Er ist ein Rockstar zu, ich esse nicht oft am Tag, zwar ein bis zweimal, die ganze Zeit faste ich. Ja, ich hab ganz starke Schmerzen, Alter. I know, but to fast for your body, it's real good shit, man. If you fast, your body produces growth hormones. What does this shit mean? This shit means that your body don't the fuck know what you are eating. For example, you're gonna eat a chocolate, but in your body, your DNA and gene code is really old. And this brother don't know what chocolate the fuck is, for example. And then your body is busy fighting. Wachstumshormone. Wenn du fastest, schüttet der Körper Wachstumshormone aus. Ist mir jetzt mal, wie viel nicht wissen, Fasten ist ein echter Booster für Wachstumshormone. Das stimmt sogar. Davon produziert der Körper nämlich mehr, wenn er im Hungerzustand ist. Diese Wachstumshormone fördern den Muskelaufbau, aber auch den Knochen- und Knorpelaufbau. No. Ist mir jetzt auch wieder. Und das kommt aber von einer Zen One Spot Blog-Seite. Gesunder Lebensstil. Heißt, Aussagekraft, Quelle, vertrau mir, Bruder. Auch das ist von derselben Seite. Finden wir eine seriöse Quelle. Prinz Sportlich, Westapotheke,
Fasten bricht Körperpsychologie, sobald du was nimmst du an. Sogar die Welt hat drüber gespricht. Das ist auch nicht die. Ist auch nicht die Quelle der Quellen, aber es scheint anscheinend kein Mythos zu sein. Und ist das nicht eine ungekennzeichnete Werbung, wenn er sich da etwas reinschreibt? Nein, ist es noch nicht. Ist nicht automatisch Werbung, wenn du Sachen on camera konsumierst. Er muss sie bewerben. Sonst wäre ja alles, was du on camera siehst, ungekennzeichnete Werbung. Das dann ohne Proteine und Calcium. Genau, das ist ja der Witz dahinter. Du kannst Intervallfasten ja nur in Intervallen machen. Heißt, du musst vorher gegessen haben, damit der Körper diese Nährstoffe, Calcium, Proteine, Vitamine, Mineralien und sowas dann halt besser verarbeiten kann in den Phasen, wo du halt eben nicht isst. Alles, was man on-cam sieht, ist Low-Key-Werbung. Alles, was du on-cam siehst, ist Low-Key-Werbung. Das ist richtig. Aber Low-Key muss nicht jegliche Werbung automatisch, also nicht jegliche unterschwellige Werbung muss automatisch gekennzeichnet werden. Ab dem Punkt, wo du Geld beziehst, wenn du Dinge im Hintergrund hast, ne? Weil du einen Anreiz hast, die im Hintergrund zu haben, musst du kennzeichnen. Oder wenn du die Dinge bewirbst, sollte man kennzeichnen. Ich glaube, es gehört zum guten Ton dann zu sagen, unbezahlte Werbung. Aber es scheint wohl so zu sein, dass eine Mehrzahl, um nochmal wieder zurück zum Thema zu kommen, Mehrzahl von Aussagen im Internet diese These stützen, dass der Körper, wenn er hungert, Wachstumshormone ausschüttet. Also ich finde es gut, dass ihr Werbung für unser Bildungssystem macht. Finde ich auch gut. Ich würde aber trotzdem immer davor mich verwahren, Ernährungstipps von Leuten im Internet zu nehmen, die das nicht studiert oder gelernt haben. Ne? Das ist ja klar. Aber an der Stelle hat er da tatsächlich etwas gesagt, was anscheinend der nahe der Wahrheit sein könnte. Also der beweisbaren, evidenzbasierten Wissenschaft. Aber eine Studie habe ich dazu nicht gelesen. Scheint aber eine Sache zu sein, die thematisiert wird. Moin an der Stelle, moin. Against food, because your body doesn't know what the fuck is inside of you. He thinks. Ja doch, der zersetzt das ja und dann merkt er, was da drin ist, indem er es zersetzt und halt verstoffwechselt. Du weißt ja auch nicht, bevor du die Schokolade gegessen hast oder auf die Verpackung geguckt hast, was in der Schokolade drin ist. So. Also, der Körper merkt schon, was da drin ist, nachdem er es halt zersetzt und verstoffwechselt. It's like an alien. He thinks somebody gonna rape your asshole. Because. Was sind das für Gedankensprünge, Alter? Er redet von Schokolade und von Essen und kommt dann zu. What the hell? Was für. What? Bro? Wie bitte? Also allein, dass er das im Kopf hat, so, ne? Wie oft denkt ihr so drüber nach, dass ein Alien kommt und euch vorüber und dann halt, ne, von hinten besteigt? So, wie oft denkt ihr da so im Schnitt darüber, während ihr über Schokolade essen und Ernährung redet? Junge, dem geht's wirklich nicht gut. Und er sollte wirklich aufhören mit Videos machen. Because it happens all day with your ass. Your body can't produce testosterone and growth hormones. Because you are busy eating shit. And I don't like eat shit. If you fast 24 hours, your body produces like up to 400% more growth hormone. Es ergibt ja leider gar keinen Sinn. Aber es ergibt ja gar keinen Sinn. Also, ja, Menschen essen viel zu viel Schrott. So. Fasten löst ja nicht das Problem, dass Menschen Schrott essen. Vielleicht sollten Menschen anfangen, weniger Schrott zu essen und nur zu essen, wenn sie auch Essen brauchen. Naja, nicht aus Genuss oder aus Hobbymäßig so. Ne? Ergibt ja irgendwo Sinn. So, ist natürlich auch nicht so leicht. Ernährung ist kompliziert. So, ne? Dann aber zu argumentieren, weil er ja fastet, ist das Problem nicht da und deswegen produziert sein Körper mehr Testosteron, ist ja Quatsch. Ich kann ja auch Dinge essen, die mehr Testosteron produzieren,
dem Körper produzieren lassen. Oder die Testosteron-Produktion anregen. Unter anderem Schlaf, wichtig an der Stelle. Cortisol abbauen, wichtig an der Stelle. Hatte kurz Zitlo-Flashback. Ja, er fährt gerade den Grind. Komplett. So, das ist halt also... Und 24 Stunden Fasten? Bruder, weiß ich nicht. Intervallfasten? Gar nicht mal so bad. Soll gar nicht mal so bad sein. Irgendwie, na, morgens essen, 10 Stunden nicht. Also morgens ausgewogen essen, dann 10 Stunden nicht. Und dann abends nochmal so zwei Mahlzeiten mäßig so. Und dann ganz viel genug und dann genug trinken. Oder. Aber das funktioniert ja nur auf der Basis, dass du, wenn du isst, alles Wichtige und Notwendige reinbekommst. So. Wenn du dich nicht gut ernährst oder ausreichend ernährst und du dann fastest, bist du einfach unterernährt. Dann hungerst du effektiv. Da denkt sich der Körper nicht, oh, das schmeiß ich mal die Mühle an und produziere Wachstumshormone, was weiß ich. So, das hilft dir ganz doll, weil nein. Wenn du nichts im System hast, kannst du auch nichts daraus ziehen und aufbauen, weil es geht ja hier um Muskelwachstum und derlei Dinge. Oder will Mois abnehmen, weil das wäre gefährlich. Dann verschwindet er. Weil der Hebräer hat 4% Körperfett. Ne? Das ist alles. Alles aber nicht gesund. 4% Körperfett ist so niedrig, da würden die Bodybuilder, die zum Wettkampf auf die Bühne gehen, sagen, Bruder, ess mal bitte was. Das ergibt gar keinen Sinn. Außerhalb einer Wettkampfsaison, außerhalb einer Wettkampfvorbereitung, so einen niedrigen Körperfettanteil zu haben. Und würde ich das jetzt in einem Video aufarbeiten wollen, so, könnte ich so viele Berichte von Bodybuildern einblenden, die eben mit diesem niedrigen Körperfettanteil darüber sprechen, was für krasse Nebenwirkungen das hat. Und die, da gibt es eine Menge, die ganze Liste. Es gibt nichts Gesundes daran, als einen so niedrigen Körperfettanteil zu haben. Genauso wenig, wie es nicht gesund ist, einen zu hohen Fettanteil zu haben, ist es heftig nicht gesund, einen so niedrigen Körperfettanteil zu haben. Wir haben unsere Fettreserven nicht umsonst. Ne? Alles in Maßen, Freunde. Goldene Mitte und so. Because if you fast continually, some shit with your body happens. Mm. Some shit happened to my body. I don't know if it will happen to your... Red Flag an der Stelle ist, wenn jemand dir Vorteile aufsprechen möchte, sie aber nicht benennen kann und sie als some shit oder sowas benennt. Das ist eine Red Flag. Weil wenn jemand Ahnung von der Thematik hat, dann kann er die Dinge auch benennen, über die er aufklären möchte. Wichtig. Body, but to my body happened some shit. So, I fasted continually for the last, I think, 2 years. And it was not an easy way. Because people outside are monsters. You know? They look at you, they judge every centimeter of your penis. And if you're a known guy in the place you live... Also, da war ja kurz der Moment, wo er Bodyshaming verurteilen hätte können. Hat daraus dann einen Bogen gemacht und das inkludiert er in der Verurteilung von Bodyshaming natürlich nur Männer, weil, ne, Penis, so. Und jetzt natürlich geht's darum, dass er... Weil er, if you're a known guy, also, er spricht hier von sich. So, also. Da hätte man kurz, ne, ein Zeichen setzen können, dass man Leute aufgrund ihres Körpers nicht verurteilt, so. Und dass man sie ermutigt, wenn sie unzufrieden mit ihren Körpern sind, daran was zu ändern. Das hätte man tun können. Aber muss er nicht. Wollte er nicht. Er wollte eigentlich nur ausholen über sein eigenes, armes, schwieriges Leben damals zu sprechen. Mara, wie geht das denn? Vielen Dank für die 250. Witzig ist an der Stelle. Mois Mission failed. Ja, ich meine, da hätte er was Gutes in diesem Video verbreiten können, so, ne? Du sollst keine Leute fertig machen aufgrund ihres Körpers, so. Aber er dachte sich, nee, diese Position, die nehme ich und ne, mach die Opferrolle. Vielen Dank für die 250. It's really hard to change your appearance, you understand? But maybe... Ne? Ja. You want to change your appearance. Ja. Maybe your father. There was a day I thought. Was? Was denn für Vater? Oder weiter? Ich mach Untertitel an. War Vater. War Vater. Vielleicht dein Vater, ja.
Immer unter die Latte. I don't like my body. I don't feel like comfortable in my body. I don't know this feeling, but when I sit down, like this fat everywhere, I'm like this and big, you know, that I can't move. I'm not happy with my physical and like psychical. My psychic also was not good to this time. Ey, ohne Witz, das macht's nicht. Und das... Nee, er versucht sich gerade empathisch in den Körper einer Person reinzuversetzen, die unzufrieden mit ihrem Körper ist, weil sie übergewichtig ist. Das versucht er gerade. Aber wir müssen doch rausfinden, was Psychical bedeutet. You know, I think the human body is some vessel, some shit like this, and it contains all. Also wer nicht weiß, was Vessel ist, also W-R-I-S-S-L-E, er meint Vessel mit V, ne? Also Gefäß. All sort of different shit, like energy, food, water, my balls. If you use cringe the wrong fuel for your body, that you fuck up your body, like a car, you are using wrong fuel. Understand what I mean? And this was a time I used really, really wrong fuel. You know, from cocaine to every shit of drugs. Wow, it was a wild time. Hat er nicht gesagt, dass er nur ein einziges Mal das gemacht hat und dass das die Schuld von einer anderen Person war, die ihn dahin abgeladen hat und dass er generell nie was anderes gemacht hat außer Dope und ein einziges Mal den kubanischen Schnee? Hat er das nicht gesagt gehabt? Ich glaube, es war in seinem Statement-Video, seinem eine Stunde langen Statement-Video. Well, what a surprise. I know, man. I'm not surprised. I know, but I've been living a life which was like, it was a fast life, bro. And much. Was interessiert ihn schon, ne? Sein Gerede von gestern? Fucking money. It was like devil himself, brother, you understand? And that's why it was a hard fight. And one day I woke up and asked myself, why the fuck do I put in my shitty body vessel just shit? Shitty emotions, shitty food, shitty deeds. Because your body is not just your body. Your body is your body, soul and spirit. What? Ich liebe einen Mäus, dass er so humble ist. Ah, es ist auch mein persönlich wichtigster Trait, den ich bei ihm am meisten feiere. Er ist immer bodenständig geblieben. Immer realitätsnah und bodenständig. Ding ist, ne? Wir erinnern uns, your body is your body. Ja, deutscher Goethe. Wir erinnern uns an den, die Nachricht, die habe ich letztes Mal eingeblendet, meine ich. Wo er sagte, warte, finde ich die wieder? Glaub, ich habe die, nee, ich habe die, glaube ich, in den Dingens, ne, ich trottel. Ja, ich habe die in den anderen Channel, die Nachricht finde ich natürlich nicht mehr. Da sagte er zu den 60.000 Euro, die jemand bekommen sollte, wegen dem Gewinnspiel, wegen der Pokémon-Karte, dass diese Person diese Karte niemals bekommen wird. Das sind ungefähr diese Deeds, diese bösen Deeds, die er meint. Also Leute um ihre Gewinne, die er ihnen versprochen hat, scammen, so, in dem Sinne. Vor einem Jahr wurde das thematisiert. Also vor einem Jahr hatte Alpha Kevin zum Beispiel sein erstes Video zu dem Thema gemacht. Davor waren auch schon hin und wieder mal Anschuldigungen, dass Gewinnspiele nicht aufgelöst wurden. Also diese meint er zum Beispiel. Oder halt die Bedrohung und Unterdrückung von einzelnen Leuten. Dass man da einen Mumu, die unterdrückt und bedroht, bedrohen wollte. Auch solche Geschichten. What the fuck does that mean? It means you are some type of universe which is connected by three.
Body, spirit and soul. Yeah. Hi, my brother. Greetings from outside. Your body, when you take fuel, needs exercise. Does it? Sport, running, sex, all type of shit body have to do with muscles. That's why, if you love your body loves you back. Is that so? But there are people, they never love themselves. Is that so? Also wenn du jetzt mit der chronischen Krankheit auf die Welt kommst, so, keine Ahnung, gibt so viele schreckliche, wo der Körper sich einfach selber angreift, so. Stimmt doch dann seine Prämisse nicht mehr, oder? Also ist ja sowieso dieses pseudo-intellektuelle bedeutungsschwangere Gerede von, also er driftet halt gerade so ein Stück weit in die ESO-Schiene ab, finde ich, aber es ist leider nicht so leicht, dass du nur deinen Körper lieben musst und dann liebt der Körper dich zurück. So, manchmal hasst dein Körper dich auch einfach schon seit der Geburt. Oder arbeitet gegen dich. Oder deine Psyche arbeitet gegen deinen Körper. They wanted to love somebody or somebody to love them, but they never loved themselves or looked in the mirror. People like me. And then I started to love myself. Yeah. Mm. And then like the half world was like, holy shit, he's loving himself. So your body speaks to you. Wrong shit in this, your body will speak back. Your body is indeed speaking back to you. For example, you eat a burger 10 times. The 11th time your body will say, bro, piece of shit you see here, this fat, please stop. But you don't hear your body. Your body speaks to you, but you don't speak back. Like piece of shit. You don't understand that a dog understands some shit you're speaking, but you don't. Don't understand that a dog understands some you're speaking, but you don't. Er wollte Burger verkaufen. Er wollte Burger. Den größten Burgerladen in Europa wollte er verkaufen. McMoy's, wir erinnern uns. My dog stepped on a bee. Listen to your body, bro. Dein Körper sagt ihm die ganze Zeit, bitte mehr Körperfett. Mindestens 10%. Understand shit a dog speaks. Who the fuck is the dog, bro? Wow. Wow. Yeah, so your body is really important. Körperfett gleich böse. Ja, so tut er gerade so. So tut er halt gerade, dass wir aber sowas haben. Und dass es einen Grund dafür gibt, dass es Körperfett gibt, so, das sollte einem ja bewusst sein, so, dass man das nicht, dass es nicht Zierde oder aus Versehen passiert, so, sondern dass es halt körpereigene Reserven sind. Der Körper speichert Energie in halt unterschiedlicher Form, und Fett ist unter anderem ein Form davon. Also zuerst baust du ja Dinge ab, Fett und dann Muskeln, so, und weil der Körper Energie braucht. Und wenn du halt mehr Energie reinklopfst, als du raushaust, dann denkt sich der Körper, ja, dann brauche ich das halt später irgendwann. Außer du nimmst Medikamente oder bist halt krank. Also körperlich krank oder psychisch krank, auch dann kann der Stoffwechsel da verdingend sein. So, es ist halt komplexer als nur, ist aber weniger. So, aber der Körper, es hat ja einen Sinn, warum wir Körperfett haben. Und Stress ist übrigens ein Zustand, den der Körper gar nicht so geil findet, so, ne? Dementsprechend kann da auch die ein oder andere Reserve mal aufgebaut werden müssen. But not just your body, because Hunger macht auch Stress. Ja! And for your soul, Stress ist effektiv, der Körper simuliert durch Stress den Überlebenskampf. So, und der Körper selber weiß nicht, ob er wirklich am Überlebenskampf ist oder ob du den Moist Grind fährst und gesagt hast, ich esse jetzt einfach nicht so. Das checkt der Körper nicht. So, dein Magen weiß nicht, nee, der Kühlschrank ist voll und ich esse einfach nicht, weil ich keine Lust habe, weil Intervallfasten. Und dein Magen denkt, oh Bruder, da kommt jetzt nichts rein. So, und der Stoffwechsel, da kommt jetzt gerade nichts rein, das müssen wir mal kompensieren. So, der denkt das nicht, der weiß das nicht. So. Unser Magen hat sich nicht mit der Digitalisierung, mit der Industrialisierung weiterentwickelt und weiß Sonne über. So, Essen ist überall available. So. Der ist immer noch genau wie damals, ne? Als wir noch hinter Tieren hinterher gejagt haben, um sie halt zu erschöpfen und dann zu futtern und von Bären und sowas gelebt haben. So.
Wenn was reinkommt, dann wird's verdaut. Und wenn nichts reinkommt, dann müssen die Reserven ran. So, so funktioniert der Körper immer noch. In der Regel. Ausnahmen gibt's immer. Dauerstress zerstört nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. Durch Dauerstress. Dauerstress ist einer dieser Dinge, die unter anderem dazu führen, dass du hier paranoide Schizophrenie entwickelst. Weil der Körper die ganze Zeit in alarmierten Zustand ist und das text natürlich. Das beansprucht die Psyche natürlich. Du kannst dich die ganze Zeit 24-7 dich so fühlen, sich so verhalten, als würdest du gleich mit einem Bären in den Ring steigen. So. Und Loki ist Stress genau das. Die Vorbereitung darauf, dass eventuell der Ernstfall eintreten könnte. So, dem Körper die ganze Zeit Stress zu suggerieren, dein Cortisol-Level, das Stresshormon, hochzuhalten, was du im Schlaf wieder abbaust, ne, ist hella unhealthy. Dann lieber ein paar Kilo zu viel, als die ganze Zeit unter Stress laufen. Die ganze Zeit. Es kommt, ja, es führt auch zu Selbstentlebungsgedanken. Natürlich. Du gehst halt irgendwann nuts. Natürlich. Also der Körper ist nicht darauf gemacht, 24-7 im alarmierten Zustand zu sein. So. Das ist ja auch ein Problem, was zum Beispiel was Menschen wie ich haben. ADHSler, die keine Medikamente nehmen. So, ich bin immer high alert. Immer. 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 Ich muss mich dazu zwingen, runterzukommen. So, das halt, ist halt wirklich nicht gut für die Psyche auf Dauer. Das Leben ist besser, mehr auf den Rippen zu haben. Ja, es ist definitiv. Am Anfang und während... Es ist, in der Regel ist es eigentlich immer besser, ein bisschen mehr zu haben als zu wenig. In der Regel ist es immer besser. Weil wenn du krank wärst zum Beispiel, wenn du in Stressphasen gerätst oder sowas, hat der Körper eigene Reserven und du bist nicht automatisch im Defizit und der Körper ist nicht auch automatisch dann im Stresszustand aufgrund mangelnder Reserven, zusätzlich zu dem Stress, den eine Krankheit oder halt äußere Einflüsse auslösen können. Das weiß ich unter anderem, weil ich war sehr lange sehr, sehr, sehr untergewichtig. Immer. Und sobald irgendwann mal jemand in meine Richtung gehustet hat, bumm, direkt erstmal 3-4 Tage krank. So direkt Stress, bumm, erstmal krank. So, das ist halt diese Romantisierung von niedrigem Körperfett und möglichst niedrigem Gewicht ist halt super realitätsfern. Du bist halt kaum leistungsfähig, wenn du halt unterernährt bist. Jetzt mal real talk. Und leistungsfähig meine ich mit, du kommst halt im Alltag nicht klar, wenn du halt gerade so viel Gewicht, ja, die Balance ist wichtig. Und eine 4% Körperfettanteil ist keine Balance, also wirklich nicht. So. Das ist halt heller. There is energy, there is nature, there is sun and there is light. And we are made of light. That's why soul, solana, solarium, solar plexus. Junge, jetzt geht's richtig rein in die Schwurblerei. Und wenn du untergewichtig bist, kannst du unter anderem als Frau verlierst du auf jeden Fall deine Periode teils. Ganz oft, das berichten ganz oft Bodybuilderinnen, ganz oft. Als Mann verlierst du Libido, aber auch teils hast du Schlafprobleme, du hast teilweise Antriebsstörungen, also du kannst auch depressiv werden, solche Geschichten. So, es gibt nichts Positives daran, einen Körperfettanteil unter 8% zu haben. 10% ist auch noch zu niedrig. Ich würde appellieren 12 bis 14 und 12 ist immer noch zu niedrig, weil es unnötig ist. Mr. Mason, vielen Dank für den dritten Monat. Vielen, vielen Dank. Und ja, wir begeben uns gerade jetzt ins schwurblerische Territorium. Der Körper ist gemacht aus Licht. Solana, Solarplexus, Sammelrababbel. Das ging sehr schnell bergab. Mona Energy. The Light Energy. That's why Light also is important. But wherever there is Light, there is Darkness. Oh. And Darkness is Light. Ja, Darkness is light. Muss man wissen. Und die Sonne ist kalt. So, soul is important. But the spirit also. Because you're a spirit. Anime-Geschwurbel. Nee, das ist kein Anime-Geschwurbel. Nee, das ist einfach nur wild.
Das ist einfach nur wild, Alter. Und ich dachte, Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Nee, da wurdest du angelogen von deinem Physiklehrer. Das ist nicht so. Dunkelheit ist eigentlich schwarzes Licht. Denn die Sonne ist kalt. Muss man wissen. Animal, but like an animal. You're in spirit. Because you hear all this shit. You understand we are connected. Like a body on a cellular line level in his genetic code with many. On a cellular line level in his genetic code with. Oder wirklich. Wenn man eine Form von Black. Was passiert hier? Many, many cells, which think they are one by themselves, but who are one together. That's why spirit is also really important. And spirit. Was hat das mit Spirit zu tun? Ich dachte, Spirit und Seele ist das gleiche. Real talk. Ich dachte, Spirit und Seele ist das gleiche. Oder ist Spirit in dem Fall. Also. Oder ist das hier Körper, Geist und Seele? Aber wenn es Geist ist, dann ist Spirit Geist und Geist, der Geist, also dein Verstand, ne, das, was deine Persönlichkeit erlebt, für dich erlebbar macht, oder die Linse, mit der du die Welt wahrnimmst, mehr oder so, sagen wir es lieber so, die hat ja nichts mit deinen Zellen zu tun. Heißt, selbst in der ESO-Schwupplerei, in der wir uns hier gerade bewegen, ist ja Spirit nicht das, wovon er spricht. Dann spricht er wieder von Seele. Halt das übergeordnete, nicht erlebbare, nicht beweisbare von der Wissenschaft. Das Element, das einem Fleisch, einer Ansammlung von Fleisch und Körpern und Zellen Leben gibt, sozusagen so. Seele wäre ja Soul. Genau, Seele wäre Soul. Und Spirit wäre halt Geist. Und Körper. Aber wenn wir hier von Zellen sprechen, die Teil eines größeren Ganzen sind und sowas und halt nicht wissen, sodass das sprechen wir ja wieder. Also das ergibt alles gar keinen Sinn, Alter. Spirit is deeds. Deeds you do in this world. Ah, Spirit is deeds. It's body and soul. Ah. And this body and soul have love with each other. And they do deeds in this world outside. Also Körper und Seele lieben einander und machen Taten draußen, aber nicht der Geist. Der ist außerhalb der. Also ich höre immer wieder, Mäus hat vielen Menschen geholfen und wer hilft ihm? Das Ding ist, er hat niemandem geholfen, er hat Menschen Geld geschenkt und sich daran bereichert, dass er Menschen Geld schenkt. Das ist keine Hilfe. Wenn ich einem Obdachlosen Geld schenke und mich dabei filme, wie ich einem Obdachlosen Geld schenke, das dann hochlade und 20 Mal so viel verdiene oder 200 Mal so viel verdiene und ich den Obdachlosen seine Persönlichkeitsrechte, also sozusagen die Obdachlosigkeit instrumentalisiere und seine Persönlichkeitsrechte benutze, um mich zu bereichern, so, dann habe ich ihm ja nicht geholfen. Da habe ich mich als Helfer inszeniert. Das ist ein Unterschied. So. Nichtsdestotrotz braucht der Kerl Hilfe. They do deeds not with their penis. Because if you think with your penis. Und wir haben natürlich jetzt seit, keine Ahnung, 4 oder 5 Minuten geredet, ohne dass sein Penis in irgendeiner Weise Thema wurde. Das muss natürlich jetzt nachgeholt werden. Think bad. Okay? If you think with your penis, you think bad. If you think with your head, you will do deeds in this world with people, animal, plants and all this nature, and your deeds are like the rain raining on the whole world, and you'll be happy together. It's all the way up. Okay. And it's also the painting Da Vinci was inspired by. Okay. Dass er das jetzt so raucht, ist glaube ich ein Anzeichen für mich, dass eventuell YouTube das gar nicht so funny fand, dass er so viel konsumiert hat an Kamera. Just a wipe. I mean, .
ja. 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 Logik. Reasons. Aber die Fazit, das war nur ein Rape. Das war das Fazit. Kids take no drugs. Das ist das Fazit, ey. Ach du. Er liked einfach auch jeden Kommentar. Ne, nicht jeden. I'm from London, found you can keep up the good work. More Walker videos would be nice. Also es gibt sogar ein, zwei. We are one, we are conscious, we are aware, we are energy, we are... Also er... Das Ding ist, mit der Art und Weise könnte er tatsächlich in die internationale ESO-Schiene reinkommen. Die sind da nicht so anspruchsvoll. Vielen Dank für den gifted Sub an der Stelle, anonymer Subber. Vielen, vielen Dank. Da sind tatsächlich ein paar mehr englischsprachige Kommentare. Aber auch viele Herz, also wirklich miss deine Psychologie. Was denn für Psychologie-Videos? Bitte mach keine Psychologie-Videos, Mois. Junge, wie bitte? Um Gottes Willen. Ich will ein zweites Video noch gucken, tatsächlich. Denn er hat hier einen Julius Zeus No Statement Statement hochgeladen. Es geht auch nur 7 Minuten. Kukumi! Kukumi, danke! An den Gift des, für den Gift des Sub an Fantasieherz. Oh nö, das halte ich nicht. Ah, jetzt komm, wir stellen euch mal die Sachen an. Ja, dann streit mir das. Ich bin gerade eine Gewerkschaft. Hey! Hier gibt's keine Gewerkschaften. Hier werden keine Gewerkschaften geduldet. Werden sie nicht. Ausgestellt, da geht's noch eins. Wir können sagen, wir haben stundenlang Thomas-Content geschafft. Na, da können wir ja wohl noch ein 7-Minuten-Mois-Video überleben. Zeus-Video überstehen. Eins schaffen wir noch. Ein Statement-Video. Ein Statement-Video. Komm. Kein Statement-Video. Ja, ich muss erstmal so ein bisschen die Hemmschwellen austesten. Das Schmerzlevel austesten. Bis wir zu dem härteren Schmerz weiterkommen. So, Julius Zeus. No Statement. Sein zweites Video auf dem neuen Kanal. Es ist auch erst einen Tag alt. Ganz frisch. Da gehen wir mal rein. Letztes Video war ja schon sehr interessant. Und dieses wird wahrscheinlich voller interessanter und wichtiger und bedeutsamer Erkenntnisse der menschlichen Psyche sein. Denn Mois wird hier mal wieder den psychologischen Hasen rausholen, hoffe ich. Heute nicht oben ohne. Oh. Greetings to everyone. Moin! Der Ton ist nicht so gut. Second video on this channel. Podcast die Zeus. Internet broke. We made like 90 million clicks in one week. Wow. Was? 90 Millionen Klicks in one week? Die Woche ist nicht mal zu Ende. Der Kanal existiert effektiv seit... Also was? Ton ist nicht da. Nee, der Ton hat sich verabschiedet. Und... Alarm! Alarm! Bravo! Wir lieben euch! Wir sind alles liebe Menschen! Hoffmann! Wir lieben uns alle!
Willkommen, willkommen Raiders. Einen wunderschönen guten Abend. Wir gucken gerade das neue Video, das zweitneueste, nee, das zweitälteste Video, so muss man sagen, auf dem neuen Kanal von Mois oder formerly known as Mois. Und er hat hier ein No-Statement hochgeladen und das interessiert mich tatsächlich sehr. Und gerade die Aussage 9 Millionen Aufrufe in der ersten Woche finde ich doch ein wenig verwunderlich, weil man kann ja auf seinem Kanal gucken. Das machen wir kurz. Der ist auch schon älter. Nee, der hat ja auch 57.000 Aufrufe sind es. Bei 41 Videos. Ja, wie hat der schon 41 Videos hochgeladen? What the hell? Wie hast du denn 41 Videos dann schon hoch? Shorts. Eine Menge Shorts und wahrscheinlich noch welche, die nicht gelistet sind oder so. Junge, der haut hier eine Maschine im Fließbandtakt raus, ne? Crazy. Crazy. Aber der meint's ernst. Der hat nicht aufgegeben. Der meint es ernst mit YouTube. Frag mich nur, wie das mit der Bannumgehung ist. Ob er sich dem bewusst ist. So much shit happened. And I don't want to speak about one of them. Not a single one. I just want to chill out my balls and be free. I think I can and I am allowed to. And I always was allowed to be. Mein Problem gerade ist, dass die Stühle schärfer sind als er hier gerade. Das stört mich ein bisschen. Free if I want. And yeah, that's it, what I wanna do now, you know? And I'm really happy. Must say I never was happy like that. And I'm really scared about the society. That's what I wanted to speak about in. Ja, sein Hauptkanal wurde gelöscht von YouTube. Die Gründe sind uns nur vage bekannt. Meine Vermutung ist Urheberrechtsstrikes, Anime-Sounds, die er eingeblendet hat. Also er hat effektiv ganze Animes eingeblendet im Hintergrund. Deren Sounds. Und da ist, die meisten sind gar nicht gnädig, wenn es um die Lizenzen geht. Ist das so leise? Es ist so leise. Das Video ist einfach so leise. Liegt vielleicht daran, dass er draußen sitzt oder so und der Ton nicht so gut ist. With Zeus. This is the new, like, uncut. I don't have time to cut my videos, but I'm Da Vinci, that's why we don't have to. Type of shit, which will go on here, you know? They don't even can speak properly on their language. I do this shit, like, on English. This is my accessoire. This is the man in the mirror. Lex ist ja gerade damit, dass er schlechtes Englisch spricht. Also. Du könntest deinen Kompressorfilter auf die Quelle machen. Das könnte ich, aber ich ändere niemals irgendwelche Einstellungen. Denn wenn ich das tue, dann kriege ich Probleme, die wieder rückgängig zu machen, weil ich technisch nicht sehr versiert bin. Hier werden keine Experimente gemacht. The only one I see, whenever I look in the mirror, it is just him. I am the only one who I compare me to. I am the only one who I hate the most, but I'm also the only one I love, deeply in love with. Beides, er hasst und liebt sich. Das muss man, wichtig. Sich immer gleichzeitig hassen und lieben. In this world full of pieces of shit, it's like a bad ability. And all of this piece of shit junks outside there will try to say you that you are not on the right path. But I have a question, my dear something. I don't know your gender because we live in 2024. I have a question. Okay. Are you all happy? You wake pretty up. Much. Do you allow to wake up whatever you want, like me? I am not comparing me to you, but you are comparing me to all kind of shit, all kind of stuff. Who the fuck I am that you like fucked up like this? Why it hypes like it? Why you. Was, Bruder? Ja, jetzt, also, er will ja eigentlich nicht drüber reden, so, ne? Hat er jetzt ein Statement-Video gemacht, um kein Statement zu machen? Um darüber zu reden, dass er eigentlich die einzige Person ist, die sich
rational verhält und alle anderen aus dem Hamsterrad ausbrechen sollten und sowas? Ist das eine Kunstfigur? Nee, ich glaube eben nicht. Ich glaube eben nicht. Ich glaube, das ist der echte Mäus. Er ist jetzt, glaube ich, der echte Mäus. Yeah, when I make a tattoo. Why you care about my ex? Why you don't care about my children? Why you don't, I don't care about your own? Why people, ich hab keine. There is no devil, but they believe in devil. Nein, tu ich nicht. And they say there is God, but they don't believe in God. Would you believe? You will never would be like you was in this type of situation. Okay, ich mach Untertitel wieder an, weil das ist ja kein Wort hier. And I found it funny in this time, as I was chilling, you know? And how people on their profile pictures, I see them, I feel their aura, I feel their energy, I see how they write, I see how... Er fühlt die Energie der Leute durch ihr Profilbild. Ich sehe es schon kommen. Mois geht komplett steil, seine Karriere komplett steil in der ESO-Schiene. Ich sehe es kommen. Ich sehe es Real Talk kommen. Amerikanische oder englische ESO-Schiene, dann geht er komplett steil. They speak and know which kind of people they are. And when people like this try to tell you something about life, you don't want to be arrogant or shit like this. But why you come in my section, brother? Why? What do you did in your life, you think? What's right? You ever saw you in the mirror? Or you ever you saw jealous that I love you ever saw you in the mirror? Ich bin ja in Amerika geboren, ne? Und Englisch ist theoretisch irgendwo auch meine erste Muttersprache, die ich aber relativ schnell abgelegt habe und dann Deutsch gelernt habe. Und obwohl ich echt überhaupt keinen Bezug zu Amerika habe und dieses Land verabgöttisch hasse, tut mir das irgendwo weh. Irgendwo tut mir das weh, was er da mit dieser Sprache tut. Also, ich saß ja nicht 13 Jahre in der verdammten Schule und danach nochmal Jahrhunderte im Studium, um Englisch zu lernen. Um dann zusammen mitzuerleben, wie diese Sprache einfach komplett zerhackstückelt wird. Während er gleichzeitig damit flext, dass er das ja so easy und einfach macht. Paul Sanderbuster, moin! Wie geht das denn? Vielen Dank für die 200 Bitsies an der Stelle. Moin! Vielen, vielen Dank. Ehre. Moin! Myself. Are you jealous that I can wake up whatever I want? Are you jealous that like my people, even after all this shit, like supporting and loving me? You jealous that the YouTube video from yesterday made like 30,000 clicks, even if it's a new channel? Nee. You jealous that I have the power? Warum sollte man darauf eifersüchtig sein? Wer hat einen Millionenkanal, hat bis letztem Jahr noch auf jedes Video mindestens 200.000 Aufrufe gemacht. Jetzt macht er mit seiner Millionen Reichweite, die er auf Instagram auch noch hat, einen neuen Kanal auf und schafft nicht mal einen Bruchteil von dem, was er früher schaffte. Warum sollte man darüber eifersüchtig sein soll. Ich meine, es ist immer noch gut, so ist es nicht, aber warum denn eifersüchtig sein? Also mein Problem ist die Tatsache, ja, das ist dieses, wir da gerade auf die Neidschiene und bezeichnen uns gerade als Neider. Ja, klar, natürlich. Alle, die ihn kritisieren, sind entweder hassen sich selber oder sind Neider, muss man wissen, an der Stelle. Dass er Gewinnspiele gemacht hat, die er nicht aufgelöst hat, die er auch nicht auflösen möchte, hat er ja auch zugegeben. Ist man nur neidisch, wenn man das kritisiert. Weil, warum denn zu seinem Wort stehen und die Leute, die einen halt in eine Situation gebracht haben, wo man von seiner Arbeit leben kann, mit aufrichtig und mit Anstand behandeln, so. So, die Aktionen mit der Türkei, die Spendenaktion, ich habe das nicht vergessen. Und ich hoffe, viele andere auch noch nicht. Und dass man das kritisiert und dass man da eine Aufklärung, eine Aufarbeitung, eine nachvollziehbare, sachliche fordert. So hat auch nichts mit, wir hassen ihn zu tun, weil er glücklich ist und weil er aufstehen kann, weil er möchte oder sowas. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Also das hat ja nichts miteinander zu tun. Spendenbetrug und, du bist ein Influencer, du kannst aufstehen, wann du möchtest. Das sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Also. Ich nicht selber, aber da hat nichts mit meiner Meinung zu tun. Weißt du, was ich davon. Also. Die Leute, es ist halt. Also, ich. Ja, das ist nicht. I want to make a new one, even if this shit, I know that you are. And I know that you know the potential. And I know that you know what I wanna do. I wanna conquer the world. I wanna find the One Piece. And now I have time, plenty time. And I know that I don't know how many children I will have, maybe 20,000, but minimum 20. And I want that all my children see, wow, father found One Piece. And I will in this video also give love to all my childs. For me, everybody outside in this world is like my body. In my body, there are cells. There together, I'm a body. I will not cut this shit. Yeah. Okay? There together, I'm a body. I know that this cell in my arm is my body. But maybe... Er will One Piece finden. Ja, mit seinen Kindern zusammen. Oder für seine Kinder zusammen. Denn alle Leute draußen sind seine Kinder und sein Körper, seine Zellen, das sind ja auch, ist ja sein Körper. Er ist ja sein Körper. I am a body. Er ist ein Körper. Ein Körper. Maybe this cell don't know. Nein, nein. One Piece ist da die Metapher für Erfolg. Welt erobern. Because I'm one level above. Not because I'm better, but because I was fucked before you was fucked. That's why my guys. Also er war. Hä? Was ist das? Also das, die Argumentation verstehe ich nicht. Er war fucked before wir waren fucked. Also er war. In dem Kontext kann man ja das ja in mehrere Situationen auslegen. Also am Arsch, bevor wir am Arsch waren. Und deswegen traut er sich das alles zu, weil deswegen ist er ein Level drüber. Das ergibt keinen Sinn. Also wirklich gar keinen Sinn. Auf ein Lahludi with Mois. I hope you enjoy the content. I know there are many pieces of shit outside. But I know there are many brothers and sisters like proud on me. Like on a lion. I know you like. You know, I know, we know. Don't you worry. Be happy. Brothers and sisters, just like the video, send me donations for more food, drugs, and girls. And I will show you everything from my eyes, from my opinion. It will be the biggest drip you can drip out, drip in, drip it away. And I have a last thing I wanted to speak with you, with you. Would you? I long thought how to make business how I want, but I want to be free. I want to travel the world. It was always my dream. And Oh, mach er das? I don't know if YouTube like closes the shit if they see the Lahluli. Aber du hast ihn doch gezeigt. Aber du hast ihn doch gerade schon gezeigt. Hier überall. Ich begreif das nicht. World, but I had like my family shit like this, which anyway broke. So it is how it is, but you are man if you do the best of it. And the best will be like to realize my dreams. My dreams was to see the world, not to be like the from anybody from you. I'm a free man. I want to see the world. I never saw any shit on this planet. I just worked for the others, you know? And if I start a company, this happens. Shit happens. Wow. I'm like located in one place and I was betrayed 1 million times. I don't need a fear. Der gemeinsame Nenner ist immer, er wurde betrogen. Immer. Nie andersrum. Er war immer das Opfer. Company which makes stuff with me. I won't make my stuff. And I'm just an artist. I can do music, I can do videos, I can do really nice pictures. I also do paintings. I know they laughed about me, but I love painting and I have really nice pieces of art. And I will do my art, you know? I will do photo collages, albums, write what I thought with this. Das Ding ist, es sei mir ja gegönnt, so, ne? Will ich mir ja gar nicht nehmen oder halt madig reden, so. Will ich ja gar nicht tun. Er soll halt seinen Kram, den er halt liegen gelassen hat, aufarbeiten.
eventuell eine Therapie machen, weil der Konsum, das geht nicht gut an ihm vorbei. Dem geht's nicht gut. Aber keiner sagt, dass er ja keine Ahnung brechen soll oder sowas so, aber Bro, raff dich halt und mach halt eine Therapie und arbeite halt den Stuff auf, den du halt verbockt hast, so. Wie halt ein erwachsener Mensch das tun sollte. Foto, every 3 months, then give it to you, you can buy it. I will do fitness programs for you on OnlyFans. And I will do OnlyFans, not to be naked, but to show you everything about body, soul, and what you can do to look like me. Not like to lose your what you were. No, you will not see my penis, sorry. But, you can learn. Hat er nicht gerade gesagt, er weiß nicht, ob YouTube das nicht möchte? Da hier raucht und so? Und trotzdem raucht er? Also der Kanal scheint ihm sehr wichtig zu sein. How to look that a child wants to see your penis. Yeah. Was? Können wir bitte mal gucken, nochmal hören, was er geschrieben hat? Was? How to look that a child wants to see your... Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Junge, wie bitte? Now I think I spoke about everything. Ich hoffe, er meint Chaya. We see us tomorrow. Ich hoffe, er meint Chaya. Junge, ich hoffe, er meint Chaya. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ich hoffe, er meint Chaya. Oh no! Wiederhol nochmal. See your penis. Yeah. How to look that a child wants to see your penis. Es ist so leise, dass es schwer ist zu verstehen. Aber ich hoffe, er sagt Chaya. Es ist Chaya. Ja, okay, war nicht Jen. Ey, das wäre so. Ich hoffe wirklich, er sagt Chaya. Oh Gott, der Schock, Alter. Junge. Oh no. Um Gottes Willen, ey. Hat die schon das FBI am Telefon. Junge. Aber das Ding ist, YouTube liest doch auch die Transcription aus, oder nicht? Heißt, der Algorithmus könnte deswegen einschlagen. Eieieiei. Anscheinend wurde Mäus aus dem Land gejagt. Und er ist ins Ausland geflüchtet. Keine Ahnung. Ich bin da raus. Nein, ist mir zu viel. Ist mir alles zu viel. Ich wollte doch nur wissen, was jetzt auf seinem neuen Kanal abgeht. Ich wollte doch nur wissen, was auf seinem neuen Kanal abgeht.